Auf jeden Fall heißt es jetzt letzte Runde und das bedeutet, ich fahre mal wieder noch vorsichtiger als vorher die Runden. Ich könnte mich langsam alle machen. Blöden Autos. Ich bin so froh, wenn das vorbei ist. Dann muss ich nie wieder in diese blöde Kiste rein. Ich bin doch den dämlichen Anzug an, los, den ich anhabe. Zumindest im Moment. So, wieder um das dämliche Geländer drumherum. Und durch diese nervige Slide-Kurve und das Öl. Gut. Jetzt über die Hügelkuppe. Ich kann ja schon fast blind, wenn da nicht diese Faktoren wären wie 1 cm zu weit rechts oder zu weit links und du fliegst. Alles klar. Nein, das war zu viel gelenkt. Das gebe ich auch zu, dass das jetzt meine Schuld war. Alles klar. Jetzt haben wir das. Ich sage ziemlich oft alles klar, oder? Muss ich mal was dran ändern. Ja, jetzt haben wir 1,27 und ein paar zerquetschte für die halbe Runde. Für die Dreiviertelrunde. 4/5. Ist ja auch egal, auf jeden Fall kurz vom Ziel. Und boah, nee, oder? Ich glaub's nicht. Da ist der letzte. Da ist der letzte. Können wir jetzt noch gerade mal gucken, wie ich den einhole. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Interessante Frage. Ach, das ist jetzt was anderes. Aber hier, beste Rundezeit ist mir ziemlich egal, weil ich habe gewonnen. Ach, jetzt bin ich auch noch zugejubelt. Das ist doch mal schön. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Oh, schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Das herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. War ich nicht? Nee, verheiratet war ich nicht, oder? Ich hatte nur eine Schwester irgendwo sitzen. Der hat nichts für mich. Da drin steht nichts für mich. Schade, da kann man auch keine Bretter kaputt machen. Also normal kann man da Bretter kaputt machen. Mal sehen, ob ich hier oben was finde. War ich hier schon? Okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht. Da ist auch nichts. Nein, hier auch nicht. Naja, was soll's, dann schnappe ich mir einfach ein Auto und fahre mal zu diesem Herrn, der sich erkenntlich zeigen will. Und hoffe mal, dass er eine interessante Belohnung für mich hat. Oder sowas in die Richtung. Naja, ist ja auch egal. Ich denke, ich wird mir erstmal gespeichert. Nein, doch nicht. Okay. Ich bin schon wieder falsch. Ich muss ja. Sekunde mal. Ja, ich muss auf die andere Seite. Von daher. Ah ja, eigentlich. Tja, habe ich nichts. Okay. Ich muss ja geradeaus. Und dann gleich links. Ach, jetzt kommt mir der Wagen wieder so elend langsam vor. Jetzt. Also wären wir in dem Tempo gefahren, hätte ich sicherlich gewonnen, weil ich die anderen einfach alle ausgeschaukelt hätte. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Jetzt geht es erstmal darum, zu dem Typen zu fahren, der sich erkenntlich zeigen will.
Hoffentlich was Spannenderes als Autofahren. Eieiei, wo müssen wir denn lang? Ich würde sagen, links. Warte mal, war das nicht der Autoschrauber, der da so in der Ecke gewohnt hatte? Doch, das ist der. Oh, das ist die Autoschrauberwerkstatt. Kann ich nicht Mission oder sowas? Nein. Keine Map. Naja. Gewöhnungsbedürftig jeweils, wenn man die Spiele spielt. Na, was soll's. Komm schon, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Alles klar. Dann hau ich mal den Tempobegrenzer rein, sonst hält mich noch die Polizei an. Ach ja, ich rolle hier nur. Das hört ja auch am Motor. Tja, da will ich aber nicht hin. Und jetzt rechts, damit ich nicht da unten nochmal quer fahren muss. Da muss ich aber hier nochmal quer fahren. Naja, bringt auch nicht viel, viel mehr. Alles klar, hier. So, da will ich doch mal gerade mal gucken, was hinter diesem offenen Tor ist, weil da habe ich noch gar nicht geguckt. Da kann man anscheinend reinfahren mit dem Auto. Breit genug ist es dafür. Hallo. Okay. Ist jemand zu Hause? Oh. Hey, Tommy, ich bin hier. Will der sich bedanken? Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tommy. Ja, anscheinend schon. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Alles klärchen. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz, hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Gut an. Wir sehen uns. Ja, hört sich doch ganz gut an. So, dann guck ich doch nochmal mich hier um. Einfach, weil mir sonst nichts Besseres einfällt. Zumindest im Moment. Ach, ich hab doch gar nichts dabei. Ich hätte immer so gern was dabei. Kann ich ja mal gucken. Newark, Central Island. Da muss ich auf Central Island. Okay. Das heißt wieder über die... Ach nee, ich muss ja rechts klicken. Naja. Dann gucken wir doch mal, dass wir das hier schaffen. Ja, über die Brücke. Und dann irgendwo auf Central Island. Im unteren Bereich. Scheint interessant zu werden. Mm-hmm.